1189 Todesurteile wurden vom Wehrmachtsgericht in Torgau verhängt. Viele wurden auch direkt nebenan, hier im Wehrmachtsgefängnis vor Zinner, hingerichtet. Erschossen wurden als Abschreckung vor allem Befehlsverweigerer in der Wehrmacht und Deserteure. Dass hier das Fort Zinner ist und dass hier das Reichskriegsgericht war und dass hier die Menschen gequält und niedergehalten wurden, war notwendig, damit der totalitäre Terrorkrieg der Nazis eben funktionieren konnte. Den Leidensweg eines verurteilten Leutnants der Wehrmacht haben diese Schüler nachgezeichnet. Arne Bischoff aus Koselitz bei Meißen sollte seine Truppen aus Frankreich zurückführen. Auf dem Marsch fielen aus einem französischen Dorf zwei Schüsse auf die Wehrmachtssoldaten. Anstatt Vergeltung zu verüben, wie es die Wehrmacht vorschrieb, entschied sich der Leutnant für einen anderen Weg. Arne Bischoff hat in Frankreich in einem kleinen Dorf nicht das Dorf beschossen, sondern ist eine Abkürzung gegangen und hat einen anderen Weg eingeschlagen und hat somit seine Soldaten das Leben gerettet. Und auch das Leben der Dorfbewohner wurde verschont. Zu 3 Jahren Haft wurde er dafür vom Torgauer Wehrmachtsgericht verurteilt. Arno Bischoff ist ein Mann gewesen, der im Krieg mit seinem Herzen gehandelt hat und sich sozusagen gegen die Regierung gestellt hat und auch mal nicht darauf gehört hat, was er tun soll, sondern eher das, was er tun möchte für das Wohl seiner Rekruten oder Mitmenschen. Mehr als 60.000 Gefangene gab es bis zum Kriegsende in Torgau. Sie litten unter Hunger und Folter im Vollzug. Ich glaube, es ist gerade für die nachgeborenen Generationen wichtig, dass wir diese Zeit und dieses Geschehen, diese Menschheitsverbrechen nicht in Vergessenheit geraten. Auch deshalb wird hier in Torgau in jedem Jahr an die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnert.